Simon und Andreas, Johannes und Jakobus. Der eine ist des anderen Bruder, die anderen die Söhne des Zebedäus. Keine Simone und keine Andrea, keine Johanna, keine Schwester und keine Töchter. Dabei hätte eine genügt, eine Johanna oder auch eine Simone oder eine Andrea. Nur ein Name anders, nur ein Buchstabe anders und alles wäre anders gekommen mit den Frauen in der Kirche und mit der Kirche insgesamt. Jesus, das hättest du anders machen sollen. Okay, die Zeiten waren andere, trotzdem aus heutiger Sicht, aus meiner heutigen Sicht, anders wäre besser gewesen. Denn die Simons dieser Kirche meinen jetzt, wenn wir Frauen nicht in diesem Text genannt sind, dann waren wir auch nicht gemeint und dann sind wir auch in Zukunft nicht gemeint. Aber ich frage mich, ob die Simones und die Johannas und die Andreas auch so dächten, wenn keine Männer im Text genannt worden wären. Und ich glaube, nein.